Willkommen zurück zu Tales of Vetria, meine Lieben. Und wir sollten ja beim letzten Mal, wir sollten immer noch diese Stellen fotografieren. Und ich mache mich mit mal auf den Weg dahin. Und werde da mal die Fotos schießen. Ich habe es schon gesehen, ihr habt es mir in der letzten Episode schon gesagt. Zu früh, ach ja. Und da sind ja auch schon die Markierungen da hinten. Ne? Ihr seht es da unten am Wasser. Also wenn ihr auch das Problem habt und nicht wisst, wo ihr diese Fotos machen sollt. Hier unten ist diese Markierung an dieser Baustelle. Und wir können jetzt auch durchs Wasser reiten, Gott sei Dank. Ja. Das ist ja ziemlich cool. Oh, da hätten wir fast einen Fisch zertrampelt. So, okay, einmal hier Foto machen. Gut, dann tippen wir. Ja, das habe ich schon gerafft. Ist okay. Und übrigens klicke ich das sehr gerne hier. Ich mag das, wenn ich die einzelnen Symbole hier klicken kann. Das finde ich ganz cool, weil das ist einfach für mich, da muss ich nicht so übelst viele Tasten belegen. Finde ich eine angenehme Kombination aus Klick und Tastensteuerung hier. Das gilt natürlich nur für die, die es am PC spielen. Wenn ihr auf dem Handy spielt, dann könnt ihr sowieso überall alles hindrücken. Das ist ja ganz einfach. Und jetzt sind wir hier auf dem Weg. Ne? Tomin hat uns ja die Aufgaben gegeben, hier diese zwei Fotos zu schießen. Und wir sind gespannt, was er uns für einen zweiten Auftrag geteilt hat. Was es da zu fotografieren gibt. Auch das könnt ihr natürlich dann hier nachmachen, wenn ihr auch in eurem Spiel nicht so richtig wisst, wo ihr dahin müsst. Und da haben wir auch schon den zweiten Platz gefunden. Es gibt schon schöne Orte hier. Also es ist schon hübsch. Also es gibt schon wirklich so hübsche Stellen hier in dem Spielchen. Kann man nichts sagen, oder? Also es ist schon echt top. Für ein Handyspiel, oder? Also lasst mir mal eure Meinung hier in den Kommentaren da. Was ist so eure Meinung generell zu so Handyspielen? Bei mir ist es ja so, ich habe kaum mehr Spiele auf dem Handy, beziehungsweise gar keine mehr. Habt ihr so viele Spiele? Und wäre das hier ein Spiel, wo ihr sagt, ja okay, das habe ich jetzt auch drauf. Viele haben ja schon in die Kommentare geschrieben, wow, ey, ich habe mir das auch gleich installiert und das ist echt ganz cool. Seid ihr so zufrieden damit? Wünscht ihr euch mehr sowas? Weil ich bin ja eher so der Meinung, ich hätte gern mehr neue Pferdespiele für den PC. Also für den großen Konsolenbereich. Also für eben PC und weiteres und nicht fürs Handy. Weil das wäre doch mal ganz cool, oder? Mal wieder ein neues, richtig schönes Pferdespiel so am Computer zu spielen. So ein richtig cooles Neues, ne? Versteht ihr? Ich meine, was cooles Neues. ja. Da hätte ich schon Spaß dran. Aber ich meine, komm herauf. Bald kommt ja, also Ende des Jahres, kommt ja Red Dead Redemption 2. Na, was ist mit dir hier, Kamera? Irgendwie spackt die Kamera so ein bisschen rum. Tomin, da ist er ja. Herzlichen Glückwunsch. Das ist geschafft, die Schönheit der Grüße einzufangen. Ja, das hoffe ich. Dankeschön, Tomin. Na, was hast du zu tun? Wir sind da. Ich habe drei Aufgaben für dich. So gewinnst du weitere Fähigkeiten hinzu, die du brauchst, um den Ahnen zu begegnen. Aha, die brauche ich also, um den Ahnen zu begegnen, lieber Tomin. Dann werde ich mal gucken. Finde und löse drei Aufgaben in der Region. Ah ja, das ist kein Problem. Ich bin hier schon total bekannt bei den Leuten. Ich muss dir einen meiner Lieblingsplätze in Atria zeigen. Ja, dann los. Wenn wir die schnelle Bewegung nutzen, gelangen wir nur dorthin. Die schnelle Bewegung? Das nennt er also die schnelle Bewegung. Fühlst du die Magie? Zeige mir zuerst, wie du mit dieser Aufgabe umgehst. Dann zeige ich dir, wie man sich schnell bewegt. Aha. Aha, man kann sich also auch schnell bewegen. Ich dachte, Reiten wäre schon schnell genug. Sammle alle Masken schnellstmöglich. Kein Problem, das kann ich. Ja, ne, ich brauche keinen Boost. Los geht's. Und dann zeigt mir Tomin, wie man sich mega schnell bewegt. Da bin ich ja gespannt. Wow, wie das denn ist. Oh, das ist hier so voll die krasse Geheimhöhle. Na, Pferd, wo läufst du hin? Halt! Ach, Steuerung. Was ist los mit dir? Hä? Ich bitte dich. Also ein bisschen ist es schon... Mein Gott. Naja. So, okay. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu allzu schlimm war für die Zeit. Ich hoffe, das schaffe ich trotzdem noch. Weil das ist echt ein bisschen arschig hier. Und mit diesem Kurvendrehen.
Da drücken wir einmal zu lang auf die Drehtaste. Und dann, ne? Dreht er sich so komisch ein. Vielleicht muss ich das nochmal neu belegen. So. Dann schauen wir mal hier, ob wir die epischen Pferdemasken hier, die etrianischen. Oh nein! Wow, jetzt wäre ich da fast runtergefallen, oder? Ach nee, man kann da gar nicht runterfallen. Habe ich die eingesammelt? Oh, das wird knapp hier. Ach, Pferd. Ach, die Steuerung. Ach, die Kamera. Da ist sie ja doch. Jetzt sammeln sie doch mal ein. Eieieiei. Schwere Geburt, mein Lieben. Schwere Geburt, das sage ich euch. So, okay. Ja, schade. Ja, okay. Da war es jetzt, habe ich ein bisschen verkorkst. Ach, kann ich nicht direkt nochmal machen? Oh, nö, ich musste wieder hinreiten. Ja, das ist ja doof. Ich dachte schon, dass ich das jetzt direkt wiederholen kann. Na gut. Suchen wir wieder Tomin auf. Seht ihr, genau das meine ich. Dann dreht die Kurve einfach zu weit. So. Naja. Kann man jetzt nichts machen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Dürfte normalerweise nicht das Problem sein, weil so geht's ja auch. Ne? Also ab und zu macht er das. Aber normalerweise läuft das ganz gut. Ich müsste eigentlich hier viel mehr machen und vor allem müsste ich mir EQs farmen auch noch, damit wir uns mal schöne Sachen kaufen können, weil man verdient hier nicht wirklich viele EQs. Man müsste irgendwie so die EQs, die man in Halls hat, mit hier verbinden können. Dann wäre ich stinkreich, weil ich so mega viele EQs auf Horse habe. Das erinnert mich, ich könnte mich mal wieder bei Horse anloggen, mal gucken, was da so abgeht. So, versuchen wir es nochmal. Wahrscheinlich ist da überall Werbung für Atria. Vielleicht gibt es ja wirklich so eine Möglichkeit, dass man die beiden Spiele miteinander verbindet, oder? Also jemand, der das weiß unter euch, kann das mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr noch aktiv Horse spielt. Oh, okay. Und jetzt kommt Vollgas. Vollgas. Atrian. Mach mal hin hier. Okay. Er läuft deutlich besser als beim letzten Mal. Ich denke, wir sollten das schaffen. Okay. 28 von 37. Also gute 10 noch. Noch 7. Noch 5. Und noch 4. Also noch 2x2. So, noch 3. Noch 1. Was? Was? Wie hätte ich denn das noch schneller machen sollen? Gut gemacht, ich zeige dir jetzt, wie man schnell bewegt. Ja, wie, Moment. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Tippen, auswählen? Okay. Aha, aha, aha. Ja, okay, okay. Ah, da kann ich schnell reisen. Prima, jetzt wissen Sie, wie man sich schnell bewegt. Jede Bewegung kostet die 10 Kios. Was? Oha. Ihre nächste Aufgabe ist die Rettungsaktion. Ich bin sicher, dass das verlorene Tier in Winds alle zurückbringen werden. Aha. Okay, der kann. Also das ist eine Schnellreisefunktion, nennt man sowas in MMOs. Oder so Online-Spielen. Ne, jeder, der mal Skyrim gespielt hat, weiß, wovon ich rede. So, okay, wir suchen das Pferd. Da hinten ist schon ein Hindernis. Ein Hinweis. Ein abgezwickter Ast. Schau, ein gebrochener Zweig. Hier ist ein Tier vorbeigekommen. Ich denke, es ist das, wonach wir suchen. Ja, ich bin nicht sicher, ob es das wirklich ist. Wir werden es rausfinden. Vielleicht sollten wir noch einen Hinweis sammeln. Ich glaube, da vorne sehen wir schon einen. Ist das hier ein Hinweis? Ist das ein Hinweis? Ja. Dieser Stein wurde an der Seite beschädigt. Sieht aus wie Spuren daran. Irgendwas ist hier entlang gekommen. Ja, ja, ja. Irgendwas ist hier entlang gekommen. Vielleicht das Pferd, nach dem ich suche. Ich weiß es nicht. Das ist dahinter, oder? Wagen mal den Sprung hinter diese Felswand. Okay. Da ist es ja. Hallo. Na, Pferdchen, kommst du mit? Ich glaube, es kommt mit. Aha, und da ist seine Weideherde. Ah, das haben wir im letzten Mal schon gemacht, oder? Kann das sein? Hä, das haben wir doch schon mal gemacht. Stimmt, ich muss noch mehr suchen. Ah, nee. Ach, das war das andere Pferd davon, oder was? Wieso kriege ich jemand hier Bestpunktzahl? Ich bin doch voll schnell und so. Ich bin doch wohl mega schnell. So, okay. Was haben wir zu tun? Ich muss Aufgaben erledigen.
Was kann ich noch machen? Das haben wir schon gemacht. Ah, da ist... Ist er da? Wo bin ich? Ah, da bin ich. Ja, da reite ich jetzt per Hand zurück, oder? Aber da scheint Tomin zu sein. Wir folgen einfach mal dem Pfeil. Der Pfeil sagt uns, wohin wir gehen sollen. Und er verrät uns, wohin es uns führt. Mal sehen, was er dazu sagt. Tomin, ich habe alles gemacht, was du verlangt hast. Wunderbar. Ich wusste, du würdest alles schaffen. Du musst noch die Welt erkunden, um Aufgaben auf deiner Karte freizuschalten. Aha, muss ich das also? Du kannst andere Spieler darum bitten, dir ein spezielles Objekt aus dem Laden zu senden. Oh, kann ich das? Alle Geschenke, die du erhältst, werden hier abgelegt, bis zu 20. Sende ebenfalls Geschenke an Freunde und andere Spieler. Das ist der beste Weg, um im Gegenzug selbst welche zu bekommen. Aha, 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 aha. Und wie geht das? Wie kann ich das machen? Das kann ich gar nicht machen. Oder doch, oder nicht? Oder ich weiß nicht. Koralle? Wer ist Koralle? Ach so. Hä? Um deine Raid-Fähigkeit im Spurenlesen zu testen, habe ich meinen Runenstein für dich versteckt. Viel Spaß bei der Suche. Ja, erfüllt die Anforderung nicht. Ah ja, ja genau, was ist mit einem anderen Pferd? Was ist denn... Ach so. Ist er noch im... Ist er noch im Training? Etrian ist... 21 Ausdauer. Was hat sie denn? 19. Und Etrian hat 14. Oha. Aber Yara ist schon ein bisschen schöner als Etrian, oder? Ach, okay, da müssen wir... Dann müssen wir Yara trainieren oder IQs dafür ausgeben. Ja, okay, das war ja klar. Gut, dann geben wir IQs dafür aus. 19 geht ja, oder? 1 Minute 35. Ach so ist das. So lange braucht es halt zum Trainieren, ja? Was kann man jetzt bei ihm kaufen? Bei ihm kann man immer irgendwas kaufen, ne, für IQs. Aber ich habe nicht so viele. Ich habe nicht so viele. Ein Art der Gewinnerrolle wählen, ja? Ist sie noch im Training hier? Was kann ich da machen? Magisches Siegel. Oh. Oh. Oho, da kann ich sie aufleveln. Ah, ich verstehe. Okay. Etrian kann ich hier auch, aber Etrian ist halt jetzt schon wieder zu schlecht irgendwie, ne? Das ist halt echt doof. Ich trainiere jetzt Yara mal so hoch und dann können wir gleich mit der nächsten Aufgabe weitermachen.